Hallo, hier ist Markus Hub. Ja, ich will heute ein weiteres Video machen. Heute ist der 23. Tag des Israel-Krieges und wir sehen, dass die Bodenoffensive der israelischen Armee sich ausweitet in Israel und wir erleben also Eskalation des Konfliktes in Syrien, wo also von beiden Seiten mittlerweile Raketen geschossen werden und auch Israel einen Flughafen in Syrien bombardiert hat. Das gleiche im Libanon mit der Hisbollah. Und wir erleben große, starke Warnungen von den Präsidenten von Iran und Saudi-Arabien, die Bodenoffensive zu stoppen, weil sonst eine weitere Eskalation im Nahen Osten und auch weltweit droht. Gib doch ein Like für dieses Video, lass ein Abo für meinen YouTube-Kanal da, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ja, ich möchte reflektieren über das, was wir hier im Israel-Krieg sehen, inwieweit es zu einem globalen Konflikt kommen kann mit radikalem Islam. Israel hat gesagt, dass sie sich in einem dritten Weltkrieg befinden mit dem radikalen Islam. Das ist eine enorme Steigerung, wenn wir uns überlegen, der 11. September 2001, ja, so wurde jetzt auch der 7. Oktober 2023 sofort am ersten Tag genannt. Der 11. September 2001 wurde zum globalen Krieg gegen islamischen Terrorismus erklärt. Und jetzt der neue 11. September Israels, ja, wie das selbst ernannt wurde durch die Medien, durch die Mainstream-Medien, am 7. Oktober 2023 wird als dritter Weltkrieg mit radikalem Islam bezeichnet. Sind das Endzeitszenarios, wie wir sie in Hesekiel Kapitel 38 im Alten Testament finden, die Schlacht mit den Königen aus dem Norden und Osten, Gog und Magog? Und dann eben auch Armageddon, was wir in Offenbarung 16 lesen, wo Gott ein Endzeitgericht zulässt und wo steht in Offenbarung 16, 14, ich werde die Völker aus dem Osten sammeln zu dem großen Krieg, zu dem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Ja, und er sagt dort, es wird dort eine Schlacht kommen und sie versammeln sich in Israel an einem Ort, der hebräisch Armageddon heißt. Und das wird inspiriert durch unreine Geister und durch Geister von Dämonen, die also die Könige der Erde zusammenziehen für ein Endgericht. Also das sind Fragen, die ich in diesem Video erörtern will. Die IDF, Israels Armee, mit 300.000 Soldaten, nie dagewesene Mobilisierung, hat 450 Ziele der Hamas getroffen, wie sie sagen. Aber dort geschehen an jedem Ort auch große Opfer an Zivilisten, Palästinensern, die getötet werden. Mittlerweile ist die Zahl, was dramatisch ist, auf 8.000 Palästinenser gestiegen und mittlerweile also auch darunter über 3.300 Kinder. Ich zeige hier einfach mal eine Information darüber. 3.300 Kinder. Der Admiral der israelischen Armee sagt, wir werden alles in unserer Macht tun, auf Land, See und aus der Luft die Hamas zu vernichten. Ich habe jetzt heute ein Interview von Scott Ritter wieder gehört, der sagt, es ist für die israelische Armee im Grunde fast unmöglich, die Hamas im Häuserkampf und auf dem Boden zu besiegen, weil das auch der stärkste Punkt der Hamas ist, ist der Bodenkampf und der Häuserkampf. Und Militärexperten zweifeln sehr, sehr stark, dass Israel im Häuserkampf und im Kampf Block für Block überhaupt eine Chance hat, gegen die Hamas zu siegen. Und darum stehen die Panzer auch, das wird zu beobachten sein, sehr in der Ferne, sagt Scott Ritter, und sie wagen überhaupt nicht hineinzugehen in den direkten Häuserkampf mit den Hamas, wo ja schon viele Ruinen sind, weil sie nicht so gut sind. Sie sind dafür gar nicht ausgebildet. Ja? Und er sagt, es ist der politische Zionismus,
der hier eben auch in einem Hass und in einem Rachegeist vorgeht gegen die Hamas, auch gegen die Palästinenser. Und ich habe in einem Video gestern gesagt, dass diese Rache etwas ist, was Gott in seinem Wort, in der Tora, in den Büchern Mose auch verbietet. Er sagt, räche dich nicht selbst, sondern mein ist die Rache, sagt Gott. Ich werde vergelten. Schau dir auch mein Video von gestern an. Weil Gott weiß, dass Rache ein Feuer entzündet, das Rache multipliziert. Und wo es kein Ende mehr gibt mit dem Morden und mit dem, was dort an Auswirkungen geschieht. Der Präsident von Iran, ebenso auch der Präsident jetzt Erdogan zum 100. Geburtstag der modernen Türkei und auch der Prinz Salman aus Saudi-Arabien warnen alle vor der weiteren Bodenoffensive Israels. Hier, ich zitiere Ebrahim Raisi, Präsident von Iran, sagt, dass hier eine rote Linie von Israel überschritten wurde und dass jede Nation, alle Nationen, zwingen kann, Aktion zu ergreifen. Washington fordert uns auf, gar nichts zu tun, aber sie geben weite Unterstützung, unbegrenzte Unterstützung für Israel. Die USA sendet Botschaften an die Achse des Widerstands, das ist Syrien, Iran, Irak, ja, aber auch Saudi-Arabien wird in den Konflikt gezogen und gibt aber trotzdem eine klare Botschaft auf das Schlachtfeld. Jetzt ist ja der zweite mittlerweile Flugzeugträger Dwight Eisenhower angekommen, ist jetzt auf dem Weg ins Mittelmeer. Ja, USA zieht die Truppen zusammen. Und das ist etwas Brandgefährliches. Der Abraham-Akkord wurde 2020 geschlossen in Tel Aviv, hier von Donald Trump und arabischen Ländern für Frieden und Wohlstandsentwicklung zwischen Israel und Saudi-Arabien und arabischen Nachbarländern. Mittlerweile ist dieser Bund gebrochen und zerstört. Ja? Und viele sagen jetzt auch, dass dieser Krieg in Israel begonnen hat mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, um diese Friedensbestrebungen zwischen Israel und Saudi-Arabien und Syrien und Nachbarländern zu zerstören. Das heißt, um eben Israel in einen Krieg zu ziehen, wo es nicht mehr im Frieden mit seinen muslimischen Nachbarländern leben kann. Und das ist, was wir jetzt sehen, dass dieser Frieden mittlerweile beseitigt ist. Und sowohl Saudi-Arabien und auch Iran sprechen Warnungen aus an Israel mittlerweile aufzuhören mit dem, was sie bezeichnen, Völkermord an Palästinensern. Ganz egal, wie man das jetzt sieht, ob das Kriegsverbrechen sind, ob das Morden ist an unschuldigen Palästinensern. Es ist etwas, was Moslems auf den Plan ruft und eben auch zur Verteidigung der Palästinenser im Nahen Osten. Und das ist eben eine absolute Eskalation. Nun, was ist der politische Zionismus? Ich habe interessante Videos jetzt gehört, wo auch israelische Rabbis sagen, Zionismus ist ungleich Judaismus. Es widerspricht den Geboten der Tora, du sollst nicht töten. Und für viele, viele Jahrhunderte haben Juden mit Arabern in Frieden zusammengelebt. Und das Gleiche geschieht jetzt noch in Israel. Viele Araber arbeiten friedlich in Israel und da ist eine Koexistenz immer wieder gewesen zwischen Arabern und Juden. Und der Zionismus ist ein politischer Nationalismus, der den Davidstern gebraucht und der aber sagt, ja, das Land gehört alleine uns. Scott Ritter sagt, politischer Zionismus ist ungleich friedlicher Koexistenz mit Arabern oder Palästinensern, weil
die Zionisten sich als eine überlegene Rasse sehen zu den Palästinensern. Und ich frage jetzt einfach mal, mir ist die Frage gekommen, ist das Leben von Israelis und Juden mehr wert als das Leben von Palästinensern, als das Leben von Arabern? Und ich würde als Christ sagen, auf gar keinen Fall. Jedes Leben eines Menschen, egal welcher Rasse, egal welches Volkes, ist gleich viel wert. Gott liebt alle Menschen gleich. Wenn wir sagen, das Leben von Israeliten und Juden ist mehr wert als das Leben von Palästinensern oder Syrern oder von irgendwelchen Arabern, jetzt auch aus dem Libanon, dann wäre das Rassismus. Das können wir dann mit Recht Rassismus nennen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich beten müssen für Schutz auf beiden Seiten, sowohl von Israelis, Juden, aber auch von Palästinensern. Und ich glaube, dass der einzige Ausweg ein Frieden ist, miteinander diesen Krieg zu stoppen. Ja? Ich stimme hier tatsächlich der UN zu, der UN Secretary General Antonio Guterres, wo ich bei ganz vielem skeptisch bin, nämlich die Agenda 2030, ja, die 17 Ziele hier der Nachhaltigkeit der UN, was auch d'accord geht mit Davos und einer weltweiten Kontrolle, ja. Aber Antonio Guterres sagt hier etwas Gutes. Er sagt, die Situation in Gaza wird verzweifelter jede Stunde. Und ich bedauere es sehr, dass anstatt des kritisch nötigen Waffenpause aus humanitären Gründen, was die internationale Gemeinschaft unterstützt, hat Israel seine Militäroperationen intensiviert. Gestern war also eine Tagung der UN in New York und 120 Nationen haben gesagt, wir brauchen einen Waffenstillstand sofort. Ja, und 46 Nationen haben sich enthalten, darunter auch Deutschland. Ich glaube, aus Angst in unserem Land und auch der anderen westlichen Nationen, die sich der Stimme enthalten haben, aus Angst, dass eben der radikale Islam und auch Hamas, die wir auch in Deutschland haben, immer mehr einen Bürgerkrieg entfacht und gegen unseren Staat und gegen die Regierung, gegen die Polizei kämpft, wie wir es ja jetzt schon sehen, wie es schon entsteht. Aber Israel führt den Krieg weiter mit sehr, sehr brutaler Gewalt aus der Luft, auch aus der See mit Raketen. Und so viele Zivilisten werden Opfer in diesem Krieg. Ja? Also ich finde es interessant, dass manche Rabbiner aus Israel sagen, der Zionismus ist ungleich dem Judaismus, sondern die Tora gebietet, Frieden zu schließen und nicht zu töten, sondern eben auch Raum dem Zorn Gottes zu geben. Und dass Gott, Gottlosigkeit, wie wir sie jetzt in der Hamas gesehen haben, die 1500 Israeliten ermordet haben, dass das etwas ist, wo man vergeben muss und wo man Raum gibt dem Gericht Gottes. Aber das ist nicht, was hier passiert, sondern es passiert eine Eskalation auf militärischem Gebiet. Und ich glaube, das ist brandgefährlich. Ja, heute haben wir auch gehört, dass die Palästinenser UN-Einrichtungen stürmen und dass sie Lagerhäuser plündern, um an Nahrung und Wasser und Lebensmittel zu kommen. Und sie sagen auch, wir würden das niemals tun, wenn wir nicht aushungern würden, wenn unsere Kinder nicht schreien vor Hunger und Durst, weil sie nicht mehr schlafen können. Also ich glaube, man kann es absolut verstehen, dass hier Palästinenser UN-Einrichtungen plündern, weil sie einfach nichts mehr zu essen haben, weil sie kein Wasser mehr haben. Eine Frage, die hier auch in informativen Videos, das ist alles aus der englischsprachigen Welt, was ich hier lese, gestellt werden, ist, darf Israel alles tun? Einfach nur, weil es Israel ist, weil es Gottes Volk ist. Ich glaube, die Antwort heißt offensichtlich nein, sondern es müssen
auch Gesetze der Menschlichkeit und des Krieges beachtet werden. Es gibt bei Wikipedia einen Artikel über gerechte Kriege. Ich habe das in anderen Videos schon thematisiert, die letzten Wochen, dass gerechte Kriege auch dadurch definiert werden, dass man sein Land verteidigt gegen mörderische, verbrecherische Feinde. Aber die Frage ist, ob das hier noch Landesverteidigung ist, wenn Israel hunderte Gebäude und ganze Straßenzüge sprengt, wo immer noch Zivilisten sind. Und das zweite Kriterium eines gerechten Krieges ist, also Punkt Nummer eins, Verteidigung, Punkt Nummer zwei, Zivilisten zu schonen und zu unterscheiden, dass man in einem Krieg das Militär der Feinde auslöscht, um das eigene Land zu schützen, aber gleichzeitig Zivilisten außen vor hält und schützt. Und beides ist nicht gewährleistet. Zivilisten sterben zu Tausenden in diesem Krieg im Gazastreifen und gleichzeitig ist es nicht möglich, 40.000 Hamas, die sich unter Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern verstecken, auszulöschen. Der Konflikt ist am Anheizen in der islamischen Welt. Wir erleben jetzt, dass mittlerweile der Libanon hineingezogen ist, Syrien hineingezogen ist und dass Saudi-Arabien, auch Iran und Türkei warnen, dass dieser Konflikt sie mit hineinzieht. Also das ist etwas, wo wir beten müssen für Buße, dass es hier zu einem Frieden kommt, zu einem Umdenken von Israel und dass dies wirklich den Nahen Osten in Brand setzen kann. Und davor waren Iran und Saudi-Arabien, dass es eben immer mehr Nationen hineinzieht. Und Iran hat auch deutlich gesagt, ob das nun wahr ist, lässt sich schwer überprüfen, dass sie nicht direkt involviert waren mit den Angriffen der Hamas auf Israel. Okay, mir fällt das schwer zu glauben, weil Iran auch Hamas finanziert. Die Hisbollah sind mit den Hamas verbündet und sie haben über 1 Million kampfbereite radikale Moslems. Also ich glaube, wir brauchen dringend eine Rückkehr zum Frieden. Mittlerweile ist der Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien, der durch den Abraham-Akkord 2020 durch Donald Trump geschlossen war, mittlerweile ist dieser Frieden unmöglich gemacht. Er ist gebrochen. Und der Prinz von Saudi-Arabien hat gewarnt, wenn diese Bodenoffensive weitergeht im Gazastreifen, wird es eine negative Auswirkung haben auf den globalen Frieden. Mittlerweile ist auch Russland mit einbezogen, Minister aus dem Iran und auch führende Leiter von den Hamas haben sich mit den Kreml-Leitern, mit Wladimir Putin getroffen. Wir müssen bedenken, dass Iran und Saudi-Arabien über BRICS, ja, das BRICS-Netzwerk, das wächst, verbündet sind. Und ab Januar wird Iran und auch Saudi-Arabien Mitglied von BRICS sein, was ursprünglich stand für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Es expandiert auf mittlerweile 1 Dutzend Nationen. Viele weitere Nationen islamischer Länder wollen beitreten im Nahen Osten und eben auch 30 afrikanische Länder haben mittlerweile Mitgliedsanträge gestellt und es ist eine Allianz gegen die unipolare Anspruch der USA auf Weltherrschaft. Und es ist gerichtet gegen einen dekadenten Westen. Ich habe da andere Videos drüber gedreht, von LGBT, Gender Mainstreaming, gleichgeschlechtliche Ehen. Dagegen wehren sich islamische Länder, auch Russland und China. Aber die Gefahr in dem Ganzen ist, dass die BRICS-Nationen dominant ein antichristliches Weltbild haben, was wir im Islam sehen, wo Jesus Christus, Gottes Sohn, abgelehnt wird. Sie warten auf einen Messias, der kommt, was kulminiert im Bau des dritten Tempels, der in Israel vorbereitet wird. Und wo ich auch glaube, dass zionistische Mächte
darauf spekulieren, dass der dritte Tempel gebaut wird und dass eine antichristliche globale Weltherrschaft mit Israel im Mittelpunkt entsteht. Und ich glaube, dass diese Dinge mittlerweile am Geschehen sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir beobachten, was im Nahen Osten jetzt passiert. Es hat das Potenzial, nicht nur den Nahen Osten hineinzuziehen in einen Flächenbrand des Krieges zwischen Israel, USA und dem Westen und den muslimischen Ländern. Und dann ist es natürlich ein Szenario für einen Flächenbrand, der noch größer wird und der in einen dritten Weltkrieg münden kann. Also ich glaube, wir müssen beten für Shalom, für wahren Frieden, der nur mit Waffenstillstand zustande kommen kann, die Waffen niederzulegen und zu verhandeln mit Hamas. Das gleiche Szenario in der Ukraine, wo der Krieg immer weitergeht. Jeden Tag Bataillone, das sind 500 Soldaten und mehr, sterben auf beiden Seiten, Russland und Ukraine. Auch hier sagt die USA und die NATO, wir wollen den Krieg führen bis zum bitteren Ende. Russland muss besiegt werden. Was ein idiotisches Ziel ist, weil Russland nicht besiegt werden kann. Sie sind die größte Atommacht der Welt, sie haben zehntausende Panzer immer noch. Und auch das ist ein Krieg, der einfach immer mehr zu dem Sterben von Zivilisten und von Soldaten führt. Und wir sehen jetzt das Gleiche, die gleiche Eskalation hier in Israel mit dem gleichen verrückten Narrativ, ja, wir wollen die Hamas vernichten. Aber hinter der Hamas und hinter den Palästinensern, die Araber sind, die Moslems sind, stehen die ganze Achse des Widerstandes, wo Iran involviert ist, Syrien mittlerweile schon in den Krieg hineingezogen wird, wo auch Saudi-Arabien sich nicht auf die Seite Israel stellen wird, sondern auf die Seite ihrer arabischen Brüder, ihrer islamischen Brüder. Das Gleiche sehen wir in der Türkei, dass jetzt Erdogan zum 100. Geburtstag der Türkei sich hinter die Araber stellt. Er hat noch mit keinem Wort die Verbrechen der Hamas verurteilt, aber er nennt Israel mittlerweile terroristischen Staat. Wow, was für eine Sprache der Eskalation. Ich glaube, dass das absolut falsch ist, ja, aber wir müssen hier die Gefahr sehen, dass diese Eskalation eine Eskalation zwischen dem Westen ist, den USA in Verbindung mit Israel, mit der gesamten islamischen Welt und dann auch BRICS, wo Russland und China im Osten dahinterstehen. Ja, ihr Lieben, schreibt eure Kommentare. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Noch viel gefährlicher als die Ukraine, weil in Sacharja 12, ich habe das schon zitiert, wird gesagt, dass Israel der Taumelbecher wird in der Endzeit für alle Nationen. Ist nicht das, was wir jetzt gerade erleben in Israel, dass ein Taumelbecher hier ist? Und es wird auch gesagt in Sacharja 12, ich schlage das nochmal schnell auf, dass es auch ein Stemmstein ist für alle, die mit Israel sich überheben und in Partnerschaft gehen. Und dass dieser Stemmstein, ihr könnt das in Sacharja 12, Verse 1 bis 4 lesen, an jenem Tag mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein oder zu einem Gewicht für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich an ihm wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Das ist die Rede über Israel und Jerusalem. Das war mein Video für heute. Wie gesagt, abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft keine Videos verpasst. Ich glaube, wir müssen Wächter sein in dieser Zeit. Jesus sagt, wenn diese Dinge im Nahen Osten geschehen, müssen wir wachen und beten. Und wir müssen beten für den Frieden, für den Shalom in Israel. Und dieser ist nur eine Entscheidung weg. Israel kann sich um Friedensverhandlungen bemühen und kann sagen, wir geben Raum dem Zorn Gottes, wir wollen wirklich Frieden stiften, damit nicht Tausende, Zehntausende und vielleicht Hunderttausende in einem sich ausweitenden Krieg im Nahen Osten sterben müssen. Gottes Segen.